Yo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr euch aktuell am besten und am schnellsten die braune Tarnjogger euch holen könnt. Begibt euch einfach in irgendeine Lobby, welche Lobby, das ist völlig egal. Ich mache es einfach in eine Einladungslobby, damit ich dann nicht gestört werde. Und ja, begibt euch zu diesem Bekleidungsladen hier, einmal auf der Map. Ist ganz wichtig, dass ihr es bei diesem Bekleidungsladen macht. Als nächstes müsst ihr euch sicherstellen, dass ihr die Jobmarkierung alle eingestellt habt. Da geht ihr einfach in das Menü auf Markierung ausblenden, dann geht ihr auf alle Jobs und alle Jobs auf eigene. So habt ihr dann den Job da. Gehen wir noch einmal ins Integrationsmenü. Dann werden wir uns jetzt einmal als CEO registrieren. Gehen dann nochmal auf CEO. Dann gehen wir auf Verwaltung, dann gehen wir auf Stil. Dann suchen wir uns jetzt das Outfit aus, wo die braune Tarnjogger drauf ist. So haben wir das Outfit ausgewählt. Gehen wir einfach nur noch in den Jobmenü rein. Warten wir, bis wir einmal reingezogen werden. So, drin angekommen, können wir den Job auch ganz einfach alleine starten. So, hier einmal angekommen, müssen wir uns einmal nur das Bike wechseln. Haben wir das Bike gewechselt, einfach den Job verlassen. Als nächstes einfach ganz schnell in den Bekleidungsladen reinlaufen. Normalerweise ist es jetzt so, dass wir jetzt nicht an die Kasse gehen können, aber jetzt haben wir uns gerade mit dem Job, haben wir uns jetzt gerade verglitscht, können jetzt Steuerkreuz nach rechts drücken, warten jetzt einmal einen kleinen Moment in diesem Modus und ihr seht, wir spawnen jetzt mit diesem Outfit und ja, als nächstes tun wir es einfach nur als CEO dann zurücktreten. Ihr seht, wir haben immer noch das Outfit, können jetzt einmal an die Kasse gehen, können das Outfit einfach abspeichern. So, wenn ihr das Outfit abgespeichert habt, dann sind wir auch schon fertig. Und Leute, ich hoffe, das kleine, aber feine Video hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.